Willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin euer Maud und ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wir haben da den Tunnel so einsatzweise fertig gebaut. Wir haben hier die Doppeltür eingebaut, die super funktioniert. Ja, und unsere kleinen Häfen haben wir gebaut. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Was können wir denn machen? Was können wir denn machen? Wir bauen hier erstmal Getreide ab. Und dann bin ich auch im Überlegen, ob wir hier eine größere Getreidefarm bauen. Ob wir die hier so an der Seite hier quasi so entlang so eine ganz große Getreidefarm machen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Müssen wir nur so ein bisschen, naja, die Welt bearbeiten. Dann nehmen wir hier erstmal so ein paar Erdblöckchen weg. Mitkommen hier. Dann werden die dann hier überall hingesetzt. Wie breit mache ich die denn? Ich mache die schon so. Ja, komm. Wir machen die bis hierhin in etwa. Gucken wir mal. Erstmal. Zack. Zack. Und. Ich will da nicht zur Ecke. Ich will hier lang. So. Das ist immer noch nicht genug. So, auf jeden Fall brauchen wir Erde außer Truhe. Wir hatten da ja so viel Erde drin und was wir nicht zu verwenden wussten. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir verwenden diese Erde für unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm wird klein und groß gleichzeitig. Und es wird schon wieder dunkel. Das ist schlecht. Natürlich sollte ich dann auch hier so ein paar Fackeln so irgendwo anbringen. Ich weiß noch nicht. Das mache ich jetzt eben schnell. So hier in der Nähe von dem Haus vor allem, damit hier nichts so in der Nähe spawnt. Gut, dann legen wir uns jetzt mal kurz hin. Tür zu. Das ist wirklich so eine Einzimmerwohnung. Das muss ich noch ändern oder halt wir ziehen halt irgendwann mal um. Wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, was ich so in den Kommentaren geschrieben habe, weil zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Minecraft noch gar nicht auf meinem Kanal online. Nein, das gibt es da noch gar nicht. Deswegen kann ich das noch nicht berücksichtigen. So, deswegen mache ich hier erstmal so unnützen Kram und mache dann in den weiteren Folgen dann das, was ihr mir vorschlagt. Definitiv. So, jetzt hier das auch alles auskleiden mit... Oh, da liegt eine Schaufel von mir. Warum habe ich denn da eine Schaufel hingeschmissen? Ich bin ja auch ein Depp. Ach. Ja, das war doch vom letzten Mal, wo wir hier einfach die Schaufeln weggeschmissen haben. Ich erinnere mich. Ah, jetzt habe ich sie wieder eingesammelt. Komm, einmal hier hin. Und dahin. So. Jetzt sind die Schaufeln aber wirklich weg. Ich habe mich schon gewundert. Warum? So weshalb warum? Aber dann ist mir eingefallen. Ach ja, was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir haben Sachen weggeschmissen. Sachen wegschmeißen können wir sehr gut. So. Hier hin, dahin und hier noch ein bisschen Erde hin. Und dann haben wir auch hier gleich alles dicht. Dann müssen wir hier nur noch die... Na, sag schon. Die Hacke nehmen hier, die Holzhacke. Und dann machen wir hier alles schön. Zack, 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 zack. Alles muss hier so ein Erdfeld werden. Ach, ich merke gerade, ich habe gar keine Musik an. Moment. Das können wir ändern. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da haben wir das. Und Minecraft-Playliste. Nee, nicht WoW. Na gut, das können wir machen. So, und nun weiter hier. Das merke ich aber früh, dass ich hier keine Musik habe. Schlecht vorbereitet. Sehr schlecht vorbereitet, muss man ja mal sagen. Natürlich hätte ich jetzt auch einfach machen können, nee, Aufnahmepause und wir beginnen dann quasi da, wo wir letztes Mal angefangen haben. Aber nee, das hätte ich nicht richtig gefunden. Hättet ihr ja schon so ein kleines Stück verpasst und sowas, nee. Nee, 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 nee. Deswegen, oh, hier habe ich ein bisschen zu weit gemacht. Einfach hier mal so springen, geht nicht. Ist hier so ein Baum im Weg. So, hier auch. Ey, ich sagte hier auch. Hier auch. Geh weg, du Blätter hier. Du Blätter vor allem. So. Da hat man ein bisschen zu weit gebaut. Zu erntet. Da war ein bisschen die Konzentration weg, weil ich mich ja gerade um die Musik gekümmert habe.
Du kaputt und das fällt kaputt. Geh mal weg, ihr dämlichen Blätter. So, das kaputt machen und hier kaputt machen. Immer schön rumtrampeln auf dem Feld. Also auch wenn ihr draußen im Rehlein so auf dem Feld seid, immer schön drauf rumtrampeln. Wenn ihr nicht wollt, dass da irgendwas wächst. Geh kaputt. So. Dann sind wir jetzt hier an der richtigen Länge. Wir können hier jetzt erstmal die ganzen Seeds einpflanzen. Wie viel haben wir denn dabei? 11. Na, das ist ja eine ganze Menge. Ich hoffe, wir haben noch ein paar auf der Truhe. In der Truhe. Hier rein, da rein, da. Zack. Zack, 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 zack. Hier ist noch ein Feld übrig geblieben. Geht natürlich nicht. Und dann kehren wir zurück. Ganz heroisch, wie wir sind. Und gucken mal. Ja, noch 3 Seeds. Mein Gott. Wir sind so gut. So. Ist auch nur eine kleine Ersatzfarm an dem Bauernhof, den wir später machen. Da machen wir natürlich auch nochmal eine Getreidefarm. Einfach, weil es dazugehört. Dann machen wir wirklich so ein großes und, ich sag mal, Hektar großes Ding. Nicht ganz so groß, aber so in etwa, dass es schon so wirkt, als wäre es ein Bauernhof. Und ja, dann mal gucken, wir haben hier noch Knochen. Haben wir auch noch Knochenmehl? Wir hätten doch noch viel Knochenmehl, oder nicht? Na, dann halt nicht. Dann verarbeiten wir jetzt die Knochen hier erstmal. Zu jedem ein Knochenmehl. Verbreiten das hier auf den Feldern. Damit wir hier ein bisschen Getreide gleich schon ernten können. Da kriegen wir ja auch ordentlich Seeds. Und mit diesen Seeds können wir dann hier weiter unsere kleine Farm machen. Ist halt im Moment schon wichtig, dass wir das machen, weil wir brauchen halt schon viel Essen, wenn wir so unterwegs sind, so in der Höhle oder sowas. Da sollte man niemals auf Essen verzichten. Das ist man ziemlich schnell am Arsch, besonders wenn man Diamanten auf der Tasche hat. Ja, weil man kennt das ja, wenn man Diamanten dabei hat, dann kommt ziemlich schnell der Creeper um die Ecke und macht... Und dann war es das mit den Diamanten, weil die Diamanten das aus irgendeinem Grund in Lavasee fallen, der rein zufällig dann in der Nähe ist. Der spawnt dann quasi da, ja. Und dann machen wir jetzt hier weiter mit unseren Seeds hier. Erstmal hier die üblichen Lücken wieder einpflanzen. Und dann machen wir einfach weiter. Da ist schon wieder zugewachsen. Warum auch immer. Das geht nicht. Geh weg. So. Dann das Knochenmehl wieder her. Dann pflanzen wir hier wieder was rein. So, das war's mit dem Knochenmehl. Den Restgetreide müssen wir wirklich warten, bis es zu Ende gewachsen ist, damit wir es ernten können. So. Hier und hier und hier und hier und hier und hier, hier, hier. So. Da noch rein und hier nochmal das Feld umkrempeln. Und hier nochmal hin. Hier auch nochmal so ein paar. Damit wir das nicht vergessen. So. Seid ihr schon fertig? Ist das schon fertig? Ja, das ist fertig. Das ist hier dann auch fertig. Haben wir schon die nächsten paar Seeds. Mensch, das geht ja hier rucki zucki geht das. Was, obwohl es schon mitten am Tag ist. Gut. Dann... Das Weizen. Na komm, das verarbeiten wir jetzt erstmal vollständig zu Broten. Damit wir erstmal was dabei haben. So, wie viel können wir machen? Wir können jetzt 12 Brote, glaube ich, bauen, ne? 1, 2, 3, zack. 15 Brote haben wir jetzt, weil wir noch 3 hatten. Nicht, dass dann hier jemand sagt, hey, du hast doch gesagt, 12 Brote kann man machen. Ja, aber 3 hatten wir schon. So, dann machen wir kurz, gehen wir in den Tunnel und setzen da so die Fackeln ein bisschen schöner. Einfach so ein paar, naja, optische, chirurgische Einheiten hier machen. Wenn wir schon keine direkten Abonnentenanweisungen haben. Zumindest sowas hier. So, dann
Aber auf der anderen Seite, ist das jetzt hier richtig? 1, 2. Komm, wir setzen das hier mal 3 weit. 1, 2, 3. 3 jetzt immer freilassen. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. Mitkommen. 1, 2, 3. Zack. Ist das richtig? Ja. 1, 2, 3. Zack. 1. Ey. Falsche Maustaste. Wollte eigentlich gar nicht drücken. Es war so eine kleine Zucker im rechten Finger. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Die man dann einfach mal hat. So, hier auch. Und dann 1, 2, 3, zack. Mitkommen. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Mitkommen. 1, 2, 3, und wo ist die Fackel hin? Ach, da ist sie hin. So, 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Und wir sind hier fertig. So sieht dann der Tunnel im Prinzip aus. Ich weiß noch nicht, also das hier oben, das ist hier so gerade abgeschnitten, das fällt mir noch nicht da. Kann man vielleicht nochmal was dran arbeiten irgendwann. Aber für einen Moment reicht es auf alle Fälle. So, dann werden wir mal kurz ein bisschen Bambus ernten. Und den ein bisschen weit anpflanzen. Weil da haben wir viel. Es ist ja Zuckerrohr. Früher war es Bambus, jetzt ist Zuckerrohr. Die Fans können sich auch nicht entscheiden. So, ja, ich weiß, der Bambus wächst am besten, wenn da Sand ist. Und da kommt den da hinten, nehmen wir auch noch schnell mit. Kommen mehr. Erstmal rüberschwimmen ohne Boot. Dauert das so lange. Kleines Sand, das ist kein Bambus, okay. So, Bambus mitkommen. Brav. Dann pflanzen wir den da überall hin, wo Sand ist. Überall. Ja. Unsere kleine Bambusfarm hier. Das wächst ja immer nur ein, glaube ich. Also ein benachbartes Feld zum Wasser. Wächst ja, glaube ich, der Bambus. Da können wir dann später auch nochmal gucken, ob wir das da, ja, ähnlich wie Gronkh in unser Bauernhof mit einbauen, in so eine kleine Bambusfarm. Das müssen wir mal sehen, ob wir das so machen. Begeistert davon bin ich ja noch nicht. Aber wenn ihr mich dazu umstellen könnt, dann vielleicht. So, es wird schon wieder dunkel, viel zu früh. Erstmal hier. Der Bambus hier kommt da weg, der kommt hier weiter an den Sand hin. Hier und da und da und da und da und da. Da und da und da und da. Hier und da. Und schon sieht das hier. Naja, anders aus. Nicht unbedingt besser, aber anders. So, und jetzt gehen wir schnell nach Hause. Hoffen, dass da nichts ist. Und dann gehen wir mal kurz ein Nickerchen machen. Ein nettes Nickerchen. So. Das Bett. Rein da. Und dann ist das sowieso Mühe und so. Ach, da ist es schon wieder Tag. Und jetzt holzen wir mal kurz mal wieder die ganzen Bäumchen ab. Weil Holz kann man immer noch nicht genug haben. Besonders wenn wir größere Projekte vorhaben. Von daher ist mir das jetzt vollkommen Wumpe, was ihr meint. Mammut, schon wieder Holz abpacken. Also letztes Mal erst. Ja, und ist halt schon wieder so viel gewachsen. Kann ich auch nichts für. Na gut, ich kann was für, aber es geht mal ums Prinzip. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Bäume wirklich nur hinterm Haus pflanzen sollte oder sowas. Oder ob ich hier auf der Insel gar keine Bäume pflanzen sollte, sondern die halt wirklich da hinten, wo so viel nix ist. Das müssen wir dann mal gucken. Weil im Moment habe ich es halt gemacht, weil ist halt nah dran, muss ich nicht weit laufen und so. Das war so der grobe Hintergedanke davon. Und aber auch bisher nicht verkehrt. Ich bin ja immer noch nicht gestorben, was ein Wunder ist eigentlich. Normalerweise bin ich immer so quasi ein Minecraft-Lemming, ne? Also ihr kennt vielleicht Lemminge, die dann einfach so mal sterben gehen und nichts dagegen tun. Sie laufen einfach weiter in den Abgrund hinein und sterben. Haben keinen freien Willen und sowas, ne? Und deswegen, ja, Minecraft-Lemming halt.
Und ja, ich bin halt immer so ein Sterbekandidat. Und die Axt ist hinüber. Na super. Brauchen wir eine neue Axt? Wir haben ja keine dabei. Nee. Gut. Haben wir denn hier irgendwo Eisen im Ofen oder sowas? Wir haben Eisen dabei. Noch besser. Gut. Dann haben wir hier Stickies. Die Stickety Sticks nehmen wir hier rein. Machen hier 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Drei Eisenhexe. Es reicht erstmal. Sollte zumindest. Wenn nicht, ist es schlecht und auch egal. Früher oder später müssen wir eh was Neues bauen. Und es geht wesentlich schneller hier mit dem Holz abbauen. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. So, mehr drauf. Und das Holz abbauen. Und hier nochmal. Ja, und das. Ich weiß ja nicht, ob ich hier wirklich Bäume hinpflanzen sollte oder ob ich hier. Ich finde das ja schon schön mit dem Blättergäst hier überall. Oder ob ich mir hier einfach die Schere dann quasi zucke und hier und dort einfach mal so ein paar Hecken oder sowas hinbauen werde. Das müssen wir mal gucken, wenn ich sowieso weiß, was sie ja mit diesem Haus hier noch genauer vorhaben. Das wissen wir auch alles noch nicht. So. Da ist kein Baum mehr. Hier ist noch ein Baum. Versteckt. Alles hier ganz gemein versteckt. Wie denn auch sonst. So. Kommst du weg? Du kommst weg. Ja, es sammelt mich gleich auf. Aber erstmal hier die ganzen Bäume abfällen. Alles abfällen. So. Dann hier drüben zu den nächsten Bäumen hin. Also die Bäume sind ja wirklich schon sehr dicht beieinander. Ich habe immer gedacht, die Bäume wachsen nicht, wenn da kein Platz ist. Aber anscheinend tun sie es ja doch. Früher oder später. Und mit Knochenmehl tun sie es anscheinend nicht immer. Wenn es so nah beieinander ist, habe ich das Gefühl. Oder ich habe einfach kein qualitativ hochwertiges Knochenmehl. Das kann es ja natürlich auch sein. So, zum Beispiel dieser Säppling da ist nicht gewachsen. Aber es kann vielleicht auch andere Gründe haben. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch und ich komme hier auch hoch. So, darf ich hier wieder rein, weil da ein Säppling drin ist? Oh, da hinten ist auch schon wieder ganz viel Zeug im Wasser. Das sollte ich eben nochmal. Und dann kann ich hier auch noch so ein bisschen rumgucken, was hier noch so getroppt ist.